So, genau, jetzt müssen wir zur rechten Seite gehen. Ui! Weil wisst ihr, der eine Fahrstuhl muss von einer Person bedient werden und die anderen Fahrstühle haben einfach Automatik. Ja, so schafft man Arbeitsplätze, ne? So, hier. Wow! Schöne Erfahrungspunkte. Alter, 30 Damage. Oh, was zum... Fleisch! Ich habe von einem Skelett Fleisch bekommen. Leute! Es ist wieder soweit. Warte, wie ist der wichtig, ne? Kann man den mal weghauen? Komm, Eishauch. Und ich kann Eishauch mal einsetzen, wartet mal. Es sind ja so viele auf dem Bildschirm. Wartet mal, ich setze mal Eishauch ein. So. Toll. Wow. Da ist eine Doppeltür da hinten. Renix, dankeschön für dein Resub. Dankeschön. No. Hörst du irgendwann Shadow Man für die N64? Ich glaube nicht. Shadow Man? Sagt mir jetzt auch gar nichts. Warum ist die Tür optional? Ist sie nicht. Ist er der letzte Typ? Der letzte Typ! Uff. Nimm das! Da ist Robi! Boah, sie rennen ohne Pause an! Mann, gegen einen solchen Ansturm kann ich kaum bestehen! Wir sind da, um zu helfen. Huh, Einsatztruppen! Entsatztruppen? Endlich, meine Kräfte neigen sich dem Ende zu. Bitte, ihr müsst sie besiegen. Machen wir doch glatt den. Du bist tot. Du bist tot. Und du bist tot. So. Dann geht natürlich da nochmal in die andere Tür rein. Ist ja wohl klar. So, Mr. Robi. Alles klar? Diese garstigen Biester sind nicht mehr. Sehr gut. Ich bin Robi. Ihr habt mich gerettet und dafür schulde ich euch Dank. So, Robi. Oh, Papi befindet sich jetzt in Gefahr. Sagt, besitzt du die rote Kugel? Libidi, die drei Kugeln sind nichts. Sind nichts, das man einfach so aus der Hand gibt. Und dennoch, es sind schreckliche Zeiten, nicht wahr? Und ich sehe, ich stehe in eurer Schuld. Hier, bitte nehmt diese Kugel. Das rote Ei. Okay, sehr gut, wir haben alles. Zeit, sich um die anderen zu kümmern. Wir sehen uns, wenn alles überstanden ist. Yeah. So, auch wir müssen aufbrechen. Dann müssen wir mal kurz nach oben aufs Dach gucken. Ich steige hier nochmal kurz aufs Dach. Nichts. Hi. So, jetzt haben wir richtig schön viele Eier. Zack. So, dann geht er mal schnell in die Tür rein, die uns ja gerade so ein bisschen verarschen wollte. Kurz mal gucken. Hallo. So. So, was ist denn das hier für eine Tür? Jetzt ist eine Abkürzung. Abschnitt 8. Oh Gott. Slow Motion Time. Mann! Genau im falschen Moment hört es immer wieder auf. Ist doch alles ein Mist. Keine Antwort. Es scheint zu Schauspielern. Keine Antwort. Er scheint zu Schauspielern. Hä? Bowser, mach ihm Angst. Bowser? Werd wach, du Arsch!
Richtig, das müssen sympathische von uns sein. Das reicht. Hä? Mach auf! Gute Nacht, Jenny. Schlaf schön. Allgemein, gute Nacht an all die schlafen gehen. Warte, warte. Okay, dann allgemeine. Es gehen jetzt mehrere schlafen. Schlaft alle schön. Ich würde gerne das Kapitel noch beenden. So, ich krieg den irgendwie nicht wach, den Typen. Grab! Piek so, piek ihn! Obwohl, wenn er auf den Hammer nicht reagiert, warum sollte er darauf reagieren? Stampfum! Ich flipp ihn mal kurz. Flippen! Flip the Star! Vielleicht, warte mal, wenn ich weg bin. Vielleicht, wenn ich weg bin? Bin gar nicht da. Bin ich da? Ah, die anderen sind noch da. Toll. Hä? Okay, dann nicht. Wenn ich jetzt zurückgehe, zur Brücke und dann irgendwie, ja, uns fehlt noch der eine Typ. Hey, Let's Play Markus, Dankeschön für deinen Host. Dankeschön. Und dann alle, die alle einschalten zum Ende vom 7. Kapitel von Super Paper Mario. So, ich habe alle Kugeln zusammen. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Stream. Ach stimmt, die könnt ihr ja mal scannen. Stimmt, wartet mal. Den will ich jetzt nochmal machen, schnell. Das will ich jetzt nochmal schnell machen. Ich muss den Kopf schon echt woanders, weil ich muss ehrlich sein, das Kapitel ist ja schon langweilig. Das dauert immer so lange, man muss immer so viel warten und wenn man runterfällt irgendwie, naja. Das Spiel hat schon bessere Kapitel gehabt. Ich habe auch schon in den ersten Kommentaren gelesen, als dieses Projekt anlief, auf YouTube und so. Habe ich auch schon gelesen von wegen, dass die Leute den Anfang auch besser finden, als das, was dann am Ende dabei rauskommt. Ganz unabhängig von der Story, sag ich mal. So, wie du Schauspieler hast, wie du aller Sack. Das ist Maibi. Er hat sich vor kurzem verletzt. Seine Verletzung ist nicht wirklich schlimm, aber er sollte sich besser pflegen. Warum redet denn die nicht mit die Libi nicht mit ihm? Warum redet die denn nicht? Na gut, hat nicht funktioniert. Frappy, dankeschön für deinen 27. Resub, dankeschön. Guten Abend. Vielleicht irgendwann hat das irgendwas noch später zu tun. Und er muss jetzt echt halt immer zurückrennen, von wegen. Gut gemacht, aber wir brauchen auch den Typen da, der schläft. So. So halt, nee, ups, nicht so weit zurück. Zu weit. Ups, ups. 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 Ja, nochmal lieber speichern. Ey, wo ist dein Ehemann? Hol ihn mal runter. Ich muss da hoch. Ihr wollt den oben drogen verwenden? Gerne. Geduldet euch noch einen Moment. Geduldet euch noch einen Moment, denn er ist gerade auf dem Weg hinab. So. Ja, los, let's go. Einfach nach oben. So, da sind wir schon. Bis zur nächsten Fahrt. Ups. Ich sehe schon, kommt gleich. Heißt es, geht zurück zu Kapitel 3 und nehmen die Aufwärts vor. Oh Gott, ey. So. Mal gucken. Brücke repariert. Jetzt reicht damit, dass das Kapitel zu Ende ist. Mal schauen. Und dann müssen wir da oben eine Feuersoße oder sowas holen. Oh, du hast sie. Dann lass uns keine Zeit verlieren und die Brücke wieder aufbauen. Kletter auf das Podest und platziere bitte die 3 Kugeln. Tu dies alsbald. Ups. Boah!
voll schick. Yay. Oh, Papi befindet sich in erster Gefahr, aber wir sind alle so geschwächt. Daher bitten wir dich, rette ihn an unserer Stadt. Au je. So, da war Save und Moni, ne? Okay, Leute, let's go. Wir retten jetzt Oh Papi. Den alten Papi, den alten Lappi. So. Ich hoffe, ich kann nochmal speichern. Ich darf nicht speichern, Leute. Vielleicht nochmal da drinnen. So. Retten wir den Vater von Libidi. Und holen uns das letzte Herz. Okay. Stopp! Ach, du bist doch ein Lappen. Ja, seid ihr hier reingekommen? Wir hatten doch die Brücke zerstört. Ich hab die Macht der Freundschaft, Leute. Nicht in diesem Ton. Sag, ist mein Vater wohl auf? Habt ihr euch die Sünde, der Sünde schuldig gemacht, ihm auch nur ein Haar zu krümmen? Ich würde euch schwer dafür bestrafen. Ich glaube, die spinnt. Verzogene Gäste, ey. Verzogene Göre. Ey, Jungs, antreten! Ey, ich wollte einfach mit Hammerschlag platt. Willst du mal sehen, wie beängstigend wir sein können, Kleine? Dann sieh du zu. Oh, so viele. Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass so viele übrig sind. Beruhigt euch. Ich werde mich um sie kümmern. Du? Robi? Meine Kraft kehrt zurück. Jetzt werden sie unheute die Wut der Nimbys zu spüren bekommen. Wie schön, dass ihr gekommen, Nimby-Abteilung. Seid ihr ready? Jawohl, Monster! Oh Gott, ganz viele. Habt ihr Angst vor diesen Unholden aus unten drunten, oder was? Nein! Vielleicht stark, ja, weil ihr einer mehr habt, wa? Mal sehen, wie euch meine gefällt. Wir machen euch fertig! Oh oh. Ihr Lumpengesindel! Alter, Lumpen. So, und jetzt nimm die Brigade. Angriff! Boah! Keine Gnade! Yeah! Boah, krass. Ich muss einfach kurz switchen zum Hammer. Der ist nämlich geiler. Du bist tot. Du bist tot. Boah, wie die alle vom Himmel fallen. Du bist tot. Mann! Ich war immer verzögert. Du bist tot. Das macht ihr super, Leute. Kann ich irgendwie... Hier, Secret Way. Boah, wirklich? Cool. Peaks Skillabit-Karte. Okay, jetzt habe ich ja irgendwie roten Ultra-Damage-Boost. Okay, let's go. Opi, wo bist du? Ach du Scheiße, was? Voll heal und speichern? Oh oh. Okay. Leute, Big Final. Erstmal saven nochmal. So, let's go. Oh! Weißt du, das ist wirklich ein Opi. Oh nein! Wie er aussieht. Vater, bist du unversehrt? Libidi, du hättest nicht kommen sollen. Flieh, solange du noch kannst. Oh. Buhaha, muss schon sagen, sehr bewegend. Oh, wer ist das denn? Du musst der Anführer all dieser aus unten drunten kommender Monster sein. Eine wahre Freude, eure Bekanntschaft zu machen. Mein Name ist Frostschock. In bösen Kreisen von unten drunten bin ich so etwas für eine Berühmtheit. Mag sein, aber deswegen wird dir mein Vater sicher nicht das reine Herz aushändigen. Ich gebe dir hiermit eine letzte Chance aufzugeben. Liebes unwissendes Kind, du hast wirklich keine Ahnung, oder? Reizend. Was meinst du? Ich spreche von reinem Herzen und ich spreche von dir, Libidi. Du bist es. Was sagst du da? Ja, das reine Herz wurde an einem genialen Ort versteckt, damit böse Wesen wie ich eines bin, es nicht finden. Das muss man dir schon lassen, oh Papi. Verwandelt das reine Herz in eine Nimbi und gibt diese Nimbi als seine Tochter aus. Das ist sicherlich Vater und Mutter. Ehrlich, du glaubst wirklich, oh Papi interessiert sich für dich als Tochter? Nein, du sprichst nicht die Wahrheit. Ich glaube, euch also die Wahrheit spricht. Er ist sehr böse. Vater, so sag doch etwas. Libidi. Oh, oh.
Ja, der alte Narr beurteilt die schlechten Taten der anderen. Aber seinen eigenen kommt er ins Stottern. Das darf nicht sein. Glaub ihn doch nicht, das ist der Böse. Wir können auch später noch reden, Ligidi. Du musst doch Papi jetzt in Sicherheit bringen. Schnell! Okay. Ja, ich bedanke mich für die Lieferung des reinen Herzens. Wenn ich mit dir fertig bin, kann mich niemand mehr aufhalten. Ich werde unbesiegbar sein. Du kannst es aber als Ehre auffassen, dass meine Klauen dein Spiel beenden werden. Wow! Ducken! Was? Ah, verdammt, ey. Ich kann wieder nicht. Warte mal, er ist ein Frosttyp. Bowser, bitte. Oh, Mann, scheiße, nichts bringt was. Verdammt. Der fliegt da um so dumm rum. Alter. Okay, man kann aber den Dingern ausweichen. Der probiert halt immer mit Bomben, ne? Mit Kabumse, der bisher irgendwie alles immer gemacht hat. Das funktioniert nicht. Wie soll ich denn da oben rankommen an den? Der ist ja da oben so. Der schießt Eiszapfen. Der macht halt immer... Peek so, einfach rinjumpen will ich jetzt auch nicht wieder. Wofür willst du vielleicht? Das könnte klappen. Ach, die falschen. Mann! Wofür Witz? Mach deinen Witz! Oh, Mann! Yeah, okay, das klappt. Okay, gut. Um das rauszufinden, ist mal übelst gelitten. Ich habe aber noch ein Lebensherz und den Langzeitmix! Yeah! Oh, achso. Yay! Okay, wovor willst du? Wir schaffen das. Okay, das klappt aber nicht so gut. Oh! Ich bin free! Scheiße! Oh. Hops! So! Mann! Mann! Jetzt ist Muni immer weg! Dass man sie einfach ducken kann. Fall runter, los! Mann! Ich bin dumm! Wenn ihr doch alles immer kaputt macht, denn. Oh! Nicht wahr sein, ey. Da! Ah, nein! Mann! Was war das denn? Oh, der Fitzsalat. Jetzt will ich erstmal warten muss, ey. Mal schön auf Abstand, du Allersack. Auf Abstand! Du. So, könnt ihr mal runterfallen? Danke. Mann! Oh, ey, wie die Kacke! Das ist ein Wurfreiz, wenn er nicht einschätzen kann. Mann! Es funktioniert einfach nicht! Der blockt an der oben, blockt alles ab! Man will mal werfen. Abgeblockt. Der gute alte Giftpilz, den werde ich jetzt essen.
kann sie an sich echt ducken. Fall die nicht runter. Ich hatte es aber noch. Ja! Alter! Oh! Das kann nicht sein! Hör mal, wie ihr besiegen einen Meister der Kälte! Puh. He's dead! Inzwischen. Du hast dich richtig geschlagen. Damit ist unser Reich gerettet. Ich habe das noch nie jemanden so machen sehen, aber funktioniert ja. Hä? Wie soll man den denn sonst machen? Wie soll man den denn sonst machen? Wie soll der sonst gehen, Chris? Genau. Vater, die Worte dieser Kreatur waren nur Lügen, nicht wahr? Du und Mutter, ihr seid meine leiblichen Eltern, nicht wahr? So sprich doch. Nun, liebe ich die. Libidi! Mutter! Mit Luigi hochspringen und auf seinen Kopf hüpfen, dann ist er in 5 Sekunden tot. Oh.